ganz okay. Ja. Hat Spaß gemacht mit ihm, wie immer. Ich muss ihm mal eben auf eine Frage antworten. Ja. Bin aus nochmal How to Endzone raus. Also einfach ein Gameplay machen, wo ich erkläre, warum ich was mache. Kann man machen. Ja. Warum nicht? Es geht, du kleiner YouTube-Star. Kai Gott, du, eigentlich, also heute war ein echt guter Tag. Ich muss sagen, heute war ein wirklich, wirklich ein Tag, wo es mir echt. Heute ist gut, sind gute Sachen passiert. Die ich noch nicht ganz beurteilen kann, aber. Ja. Weiß noch nicht. Heute, es sind alles so Sachen, die nicht offiziell sind. Das ist immer so, ich hasse das, ne? Ich hasse das, so Sachen beim Stream dann so nicht ankündigen zu dürfen, weil man sich aber so selber denkt, so, die willst du jetzt am liebsten rausschreien. Auf jeden Fall war es echt, echt cool, Leute, gewesen. Privat und beruflich. Und zum Wiewand man besser spielt, immer spielen, 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 das ist das Wichtigste, wirklich. Schützen die Gesichtsmasken vor Schaden? Nee, gar nicht. Sind genau modisch. Du kannst sagen, du bist etwas schlechter zu sehen, weil es dunkler ist. Liam, ich bedanke mich für fürs Mitspielen. Auch der Endzone war eben, ist sich ins Gras legen und warten. Oh nö, nicht, das kommt auf die Endzone an, Thoram, ne? Also wenn ich auf Dinner spiele, das kommt wirklich super hart auf die Endzone an. Es ist besser, wenn ich zum Beispiel Schule gehe oder wenn ich abgelegene Dörfer gehe. Ja, so, das kommt auf deine Zielsetzung an. Willst du gute Platzierung rausholen oder willst du... ja. Ne? Dinnerholm. Das ist definitiv kein Cheater. Das ist interessant. The World Champion Survival. In like forever. Okay. Most kills in a single game. Was? Never. Never. Cheater. 1 Kilometer Kill. KD 21. Warum darf sowas nicht. Warum wird sowas nicht direkt. Warum wird sowas nicht direkt gebannt? Also jetzt mal wirklich. Serious. Kai Gott, was sagst du? Longest Kill 1 Kilometer. Most Kills in a single game 46. 71% Headshot-Rate. Warum wird sowas nicht direkt gebannt? Wie kann man die irgendwie so reporten? Es kotzt mich an. Es kotzt mich, sowas zu sehen, kotzt einen echt an. Der Brainblow? Man sieht es auch in der Playtime. Der Brainblow, du siehst das auch richtig. Long Skill ran und noch was Meter ist völlig normal. Headshot 34, 37% ist immer ein guter Spieler. Most Kills in a single game 10, der spielt nur auf Ranking.
Top 10, 15% davon aber nur gewonnen. Average Playtime, wie viel lange dafür gebraucht hat, um das Rating zu erreichen. Rainbow ist legit. Baba Andy ist kompletter Cheater. Fuck yeah! Give us another one! Give us another one! Für den offenen Umfang von Drogen. Für den was ist mit dir? Ja, wenn die von der Oma sind, ne? Was haben wir hier? Headshot, 46%. Der hat sich aber, entweder hat er eine super starke Endzone, aber einen Tag und noch was. 700 nochmal Meter. Ich weiß nicht. Vintus, danke schön für den Follow direkt, ne? Es kann sein, weiß ich nicht. Aber der Baba, der ist definitiv meiner. Der ist legit. Definitiv ist er legit. Auch wenn der Kill ist okay, der ist echt hart. Aber 60% Headshots nur. Er kann natürlich auch diesen SKS... dass er nur auf den Körper trifft, aber 23% Win. Ey, Karl Gott, ich wünsche dir noch was, ne? Mittlerweile hatten die ja teilweise diese Aimbots, die nur noch auf den Körper zielen. No Recall und sowas. Hallo Pager, dann willkommen im Stream, Alter. Willkommen im Stream. Du, wer sich jetzt gerade fragt, warum ich gerade noch nicht spiele, ich warte gerade auf einen Kalle, auf einen koketten Kalle. Und da waren vor ein paar Minuten noch 48 am Leben. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal auf Toilette und ich hoffe, mit der Mucke kann ich euch alleine lassen. Und dann sehen wir uns gleich in Game. Denn da wird mir viel zu wenig gesagt. Klar ist Bens Job, aber er macht ihn verdammt gut. Ich hoffe, er liest es noch. Ja, natürlich. Denn es wird hier viel zu wenig gesagt. Klar ist gut. Dankeschön, Erznoob. Dankeschön. Ganz großes, fettes Danke an dieser Stelle. Seien wir mal ganz, ganz ehrlich. Ohne Community werdet ihr nichts. Und ich bin froh, dass die Community in letzter Zeit noch hier auch nicht auf YouTube, sondern auch auf Twitch etwas gewachsen ist. Da bin ich euch vor allen Dingen sehr, sehr dankbar, weil ihr entscheidet immer noch, was ihr schaut. Ihr entscheidet, wem ihr subbt und ihr entscheidet, wem ihr eure Donations gebt, wenn ihr überhaupt welche gebt, Leuten. Deswegen kann ich nur sagen, danke an euch zurück. Ja, weil ohne euch wäre das ja jemand, der gegen eine leere Wand spricht. Und das wäre irgendwie komisch. Das mache ich bei den YouTube-Aufnahmen genug, gegen leere Wände sprechen. Oh, Metalizer. Dankeschön, ich wollte gerade auf Toilette gehen. Oh, Liam. Dankeschön für den Host an dieser Stelle. Das Herz geht natürlich auch von Metalizer. Peter, danke auch. Das Game läuft super. Wir haben jetzt 3 Games jetzt in dem Stream schon gespielt. Wir haben von den 3 Games einen 4. Platz und 2 Dinner gehabt. Ein Solo-Dinner, ein Duo-Dinner und ein Duo-Vierter. Und jetzt gleich warten wir auf... Jetzt darf ich auf Klo, dankeschön. Und jetzt warten wir gerade auf den Kalle, dass er sein Spiel zu Ende hat. Und dann spielen wir Duo mit dem Kroketten-Kalle. Da werde ich den ausquetschen über Baal am Wochenende.
Doggo ist mit da. Ah, so. Wenn sein Kanal lohnt sich, Debstar, edit ich morgen mal Night auf YouTube. Wieso bin ich dieses Mal nicht dabei? Das ist eine gute Frage. Weil ich nicht angenommen wurde. Weil nur 25 Teams angenommen wurden. Und jetzt auch mal andere dran sind. Ich war letztes Jahr immer dabei und jetzt zwar nicht. Ich hoffe wieder nächstes Mal. Morgen für eine Umfrage. Du hör mal, die Zeit ist mir relativ Latte Macchiato. Mir wäre früh Nachmittag am liebsten, weil früh Nachmittag habe ich Video geschnitten und sowas. Der Auswahlprozess bei Baal wird geguckt, wer passt gerade rein, wer war noch nicht, wer hat kreativen Content, den er bietet, wer hat wie viel Reichweite natürlich auch, sowas. Aber ich bin da auch nicht im Auswahlprozess drin, deswegen kann ich das nur vermuten. Hundi ist hinten, ja. Erznoob, ich wünsche dir auch einen schönen Abend noch. Warte mal, es sind noch 25 französische Teams sind dabei, genau. Auf welcher Plattform soll das erscheinen? Aber ist klar, Nick, ich bin übrigens gerade am Stream, deswegen kann ich nicht direkt antworten. Oh Gott, morgen geht's in die Stadt Umfragen machen. Kennen Sie E-Sport? Gibt es irgendwen, der E-Sport nicht kennt unter den Zuschauern, Leute? Wer kennt E-Sport nicht? Wem sagt E-Sport gar nichts? Das würde mich mal interessieren. YouTube EPW halt. Nach der Frage wirst du mit der Oma nach der Tasche verhauen. E-Sport? Wo ist das? Im Internet? Machen sie Pornos? So nach dem Motto. Internet? Das ist doch das mit den Nackten, ne? Das hab ich von meinem So-Enkel gehört. Sie Ferkel. Glatt. E-Sport? Eis? Das ist das doch mit dem Curling, ne? Das kommt doch aus Kanada. Tasche rockt nicht. Dann sagst du, Oma, hol einen Schocker. Dann kommt die Oma so